Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19. Innerhalb der Blitzserie haben wir die zweite Challenge der sechsten Sequenz zu spielen. Diesmal müssen wir insgesamt 140 Yards gegen die Jets erzielen, um diese Challenge zu erledigen. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall zwei Drives benötigen. Ja, doch, zwei ist realistisch. Wir müssen halt schauen, dass wir relativ schnell dass unsere Defense den Ball von den Jets nachher schnell zurückerobert. Ich denke mal, dass wir hoffentlich anfangen, dass wir den Kickoff zurücktragen dürfen. Dann kann ich wieder schnell ins Ausgehen und wir haben wieder das ganze Feld vor uns. Es hat ja eben bei den Rushing Yards ausgezeichnet funktioniert und das wäre natürlich schick, wenn wir das hier auch wieder hinkriegen würden. Wir schauen uns das gleich mal an. Ach, hier wieder mal ein kurzer Blick in die Deko in Tampa. So, aber da sind wir jetzt bei den Jets in New York im MetLife Stadium. In den Meadowlands. Teilen sie sich ja mit den Giants. So, da kommt der Kick auf der New York Jets. Sanders bekommt den Ball und läuft ins Aus. An der 3-Yard-Linie. Das heißt 97 Yard. Feld haben wir vor uns. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Fangen wir doch gleich mit 4 Verticals an. Also gleich viele Yards zu machen. Johnson zu Raymond Sharp, meine Anspielstation. Uns aber auch noch eine Option. Und Keyshawn Johnson. Geht da schon wieder 1 gegen 1. Ja. Ja, da. Boah, hat der auf den Füßen auch nochmal den. Nach dem Checking auch nochmal 10 jetzt auf den Füßen zu bleiben. Mit einem Pass, bupp, 66 Yards. Ich glaube, mit dem haben wir einen richtig guten Fang gemacht. Ich nehme wieder den Stretch und laufe wieder über die Seite, wo die beiden Wide Receiver außen blocken. Los geht's. Wahnsinn. Also das wird ein komplett. Also der Stretch mit den beiden Wide Receivern, das wird ein neuer Hauptangriff von mir werden. Weil das klappt ja so ausgezeichnet gut. Das können wir ausbauen. So, was spielen wir aber jetzt hier? Dann nehmen wir hier unten den Stick. Zwei Wide Receiver, Owens und Johnson, laufen Slant Routes. Wir schauen uns Sharp an als Sicherungsding und rollen dann raus auf die linke Seite. Der Sharp ist frei. Müssen wir nicht lang gucken. Zweiter und zwei. Wir haben 85 Yards bereits überbrückt. Werden jetzt den Texas-Spielzug raus, greifen also über die Mitte an. Über Sharp und über Neal. Johnson auf der linken Seite, eventuell 1 gegen 1. Nee, leider nicht. Dann gehen wir auf den Fullback. Der kommt bis an die 3-Yard-Linie. So, nehmen wir die Double Slants. Zwei Receiver auf der linken Seite. Zusätzlich Cooper auch noch. Ebenfalls einen Slant läuft, aber in der entgegengesetzten Richtung. Und ein Quarterback, der versucht zu scrammen und was keine gute Idee war. Da haben wir einen mitbekommen. Da war die Lücke schneller zu, als ich dachte. Wir nehmen gleich den Stick, den wir hier oben angeboten bekommen. Owens und Sharp, meine Anspielstationen. Los geht's. Dann machen wir es jetzt. So, Dak Prescott beim zweiten Versuch in der Endzone. 97 Yards haben wir noch. Damit wir die Challenge schaffen, müssen wir noch 43 weitere Yards gut machen. Dafür müssen wir die Jets aber jetzt gleich erstmal vom Ball trennen. So, ich glaube, McCone ist da. McCone ist da der Quarterback, also nicht Sam Darnold, der Rookie. Ich finde es ein bisschen blöd, dass Madden das nicht ändert. Es zeigt sich ja relativ schnell ab, wer Starter ist während einer Saison, dass sie da nochmal rangehen und das nochmal anpassen. Ich glaube, in den Franchise-Modes wird es gemacht.
Hier im Ultimate Team aber nicht. Und das finde ich eigentlich so ein bisschen schade. Geht so ein bisschen Authentizität flöten. Schauen wir mal, ob wir einen Blitz bekommen. Oh, Edge Sting. Wunderbar. So, wen haben wir? Nein, das wollte ich nicht. Jetzt haben wir nicht mal auf mein End gekommen, aber brauchen wir auch nicht, weil Sean Lee hier mal rigoros die Tür zugemacht hat. Under Smoke, wieder ein Blitz beim 2. und 12. Heat mit einem knallharten Tackle. Ja, McCown, genau. McCown war's. So, 3. und 3, Free Fire. Ich muss, glaube ich, noch einmal hier einen Schritt weiter gehen. Ja, jetzt bin ich auf meinem, die Marcus Lawrence, jetzt bin ich auf meinem End, da wollte ich hin, da fühle ich mich wohl. 3. und 3. Laufspiel, und das wurde mal rigoros unterbrochen. Die Marcus wäre mit dem Tackle. Das heißt, wir haben es gut geschafft. Spiel laut, die Jets müssen punten. So, Ball wird aufgenommen. An der 20, ja, an der 17, wir laufen bis zur 20 in aller Ruhe. Wir müssen ja nur noch 40 Yards oder 43 Yards machen, damit wir diese Challenge geschafft haben. Ah, Skinny Pause ist doch schön. Johnson und Owens. Ein Safety steht dort hinten. Ich schau mal, in welche Richtung er sich nach orientiert. Wir gehen auf Terrell Owens. Er hat den Catch. Noch 19 Yards fehlen uns. So, haben wir noch irgendeinen, wo wir... Das ist auf jeden Fall nochmal wieder der Skinny Posts. Da kommt leider gar nichts mehr, weil das war das Ende des dritten Quarters. So, wir gehen gleich rüber ins vierte. So, haben wir eine beruhigende Führung. Dann nehmen wir den, den Tight End Drive. So, Johnson, Sharp, eine Anspielstation. Los geht's. Wir schauen mal, inwiefern Johnson 1 gegen 1 ist. Der ist 1 gegen 1. Da kriegt er doch gleich mal eine Passbombe. Ja, hat er. Touchdown. Mehr als 40 Yards. Wir haben die Challenge geschafft. Bis zum nächsten Mal. Ciao.